Hallo und willkommen zur neuen Folge von F1 Manager. Ja, im letzten Rennen in Jeddah konnten wir auch den Sieg holen. Und ja, Lawson ist leider wieder nur Vierter geworden. Liegt aber daran, dass er halt einen Job weniger macht als die Konkurrenz. Und mehr macht, nicht weniger, mehr macht. Aber ja, was soll man dazu sagen? Joe ist halt gerade sehr dominant. Der hat jetzt zwei Rennen gewonnen. Wovon er auch einmal die schnellste Runde gefahren ist. Ja, und jetzt geht's dann nach Australien, wo wir hoffentlich da weitermachen können, wo wir bis stehen geblieben sind. So, fertig tun wir diese Sachen. Die sind eigentlich, glaube ich, alle mittlerweile so langsam drin. Fertig Unterboden, jawohl. Müssen wir gerade mal schauen. Frontflügel haben wir, glaube ich, schon. Ja, Frontflügel haben wir gebaut. Heckflügel haben wir auch schon gebaut. Unterboden haben wir auch gebaut. Aufhängung noch nicht. Okay, dann sind wir da eigentlich auch ganz gut. Und das dauert also noch ein bisschen, bis die Sachen fertig sind. Das heißt, wir gehen aktuell mit dem Auto, was wir gerade haben, dann an den Start. Wir müssen gerade gucken, ob alles in dem Auto drin ist. Frontflügel. Echt jetzt? Naja, vielleicht sollte man nicht immer unbedingt die ganzen Sachen da so schnell runterreißen, was das angeht. Weil sonst müssen wir bald schon wieder neue Heckflügel, Frontflügel bauen. Obwohl, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so viele von davon zu bauen. Ja, aber Auto scheint komplett... Ne, Show kriegt ein neues Update. Vielleicht reicht es auch für Lawson noch, das neue Chassis zu bekommen. Aber jetzt können wir auch ein bisschen Geld sparen gerade. Und das dauert 6 Tage noch, 7 Tage, bis wir dahin reisen. Und Seitenkästen sind auch schon fertig dann. Zumindest eins. Das wird ja dann auch nicht so verkehrt. Wenn wir sehen, okay, wir brauchen keine Sachen mehr, dann würde ich halt einmal von dem, was wir jetzt dann haben, viele bauen. Dann sollte es eigentlich auch reichen, ne? Bis wir dann fertig sind. Seitenkästen fertig. So, Chassis kriegen beide. Seitenkästen kriegen auch beide. Wir gehen mit nach Australien mit einem Mega-Update. Und die nächsten Updates kommen ja. Und da würde ich halt auch ein bisschen mehr schon dran machen. Also mehr von produzieren, so 6 Stück erstmal. Obwohl, schnellste Runde würde ich erstmal lieber nicht machen. Um zu schauen, was so geht jetzt in Australien. Die beiden Red Bull Konzerne dominieren hier gerade die Formel 1. Wobei sogar der Alpha Tauri stärker ist als der Red Bull. Zumindest was die Ergebnisse angeht. Schön wieder down under zu sein. Hoffen wir, das geht hier weiter. Also wir haben jetzt schon ein sehr starkes Update. Das muss man definitiv mal sagen. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das hier weiterlaufen wird. Training Nummer 1. Dritter und Fünfter. Oh, ich hoffe mal. Oh, was da mit hart Erster? Das ist krass. Ich bin gerade am Aufnehmen. Ich habe gerade wohl das Ergebnis vom Miami Grand Prix gesehen. Glückwunsch an Norris. Erster Grand Prix-Sieg. Hätte ich jetzt eigentlich so nicht direkt erwartet, dass das passiert, aber finde ich gut. Also, hey, warum wollt ihr so viel Flügel haben? Was ist euch verkehrt? Okay. Es ist eigentlich eine relativ schnelle Strecke. Deswegen wundert mich das gerade, dass die so viel Flügel haben wollen. Achter und Neunter nur, was ist denn hier jetzt los? Haben die anderen auch Updates gebracht? Wir sind gar nicht mehr so top. Aber das Setup ist auch mega schlecht vom Show. Also langsam, das ist zumindest aber auf jeden Fall ein Stückchen besser als das, was wir gerade eben hatten. Ja, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt ist es gut. Jetzt ist alles im guten Bereich. Hier sieht es traktionsmäßig ein bisschen anders aus.
So. So, das Setup sollte auf jeden Fall jetzt besser sein als gerade eben. Und trotzdem nur 8er, 9er. Hat Red Bull ein Update gebracht? Das wäre halt nicht gut für uns, ne? Wenn die ja mit einem Riesen-Update kommen und dann wieder extremen Vorsprung haben. Wo man hier sagen muss, bisher ist es hier gar nicht so gut, ne? Also in der Alfa Romeo-Karriere sieht das gerade aktuell ein bisschen besser aus. Sowas kann ich schon mal sagen. So, ich würde gerne mal eigentlich jetzt wissen, wie stark wir eigentlich jetzt wirklich sind vom Auto her. Ja, also das ist hier minimal. Flügel könnten wir noch ein bisschen was ändern. So, ist echt minimal. Aber ich kenne das Setup jetzt halt nicht mehr, ne? So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins Qualifying und hoffen, dass wir weiterhin vorne um die ersten Plätze kämpfen können. Und irgendwann noch rausfahren? Oh, perfekt. Bei Show kommt keiner aus der Boxengasse. Aber er ist halt sehr, sehr nah an Alfa Romeo dran. Das könnte zum Nach... Genau, kommt doch jetzt einer aus der Boxengasse. Ey, Tsunoda, warum? Und Show geht's. Macht hier gerade ein Mega-Duell gegen Alfa Romeo. Und ist vorbei. Aber wieso kommt der Dings raus der Boxengasse? Ich weiß jetzt gar nicht, halt 26,4 zu 26,4, okay. Also hat nicht so viel Zeit gekostet. Klar, wir ziehen natürlich jetzt einen Alfa Romeo jetzt definitiv gerade mit. Und 1,18,2. 1,7 Sekunden hat Schumacher Rückstand. Lawson. Sainz ganz nah dran. Lawson aktuell eher auf einer besseren Zeit. Liegt auch daran, dass er einen guten Windschatten hat. 17,9. Follow the reference. Das könnte jedenfalls schon reichen, um weiterzukommen. Auch wenn das Feld mittlerweile sehr, sehr eng beieinander ist. Bisher kommt keiner richtig ran an die Zeiten. Klar, die Red Bull müssen kommen noch. Wo bleiben sie denn? Wir fahren sehr, sehr spät. Leclerc zwischen Lawson und Show. Verstappen. Oh, der hat Probleme gehabt mit seinem Verkehr. Aber trotzdem auf Platz 2. Ja, ich würde dann sagen, dann sind wir relativ safe. Weil Alfa Romeo und Haas sind wahrscheinlich aktuell die Streichkandidaten. Und hier könnte, finde ich, auch noch Alpine ein bisschen dazu gönnen. Piastri aktuell sehr, sehr langsam. Hat es jetzt geschafft. Ja, Haas. Aber beide Alfa Romeo weiter. Wow. Überraschend. Also, die haben auch einen guten Schritt nach vorne gemacht. Das heißt, Haas ist auf jeden Fall das schlechteste Team mit Alpine. Aber würde ich auch jetzt sagen, wir fahren jetzt mit angefahrenen Reifen. Ah, das Setup von links ist etwas schlechter geworden. Traktion ist ja komplett in die falsche Richtung gegangen. Ah, schade. Bei Schwarm war alles richtig gemacht. Und so erstaunlicher ist eigentlich die Zeit, die links benutzt hatte gerade. Lawson. Wer will rausfahren? Welchen Windschatten können wir klauen? Green, green, green. Ja, wir schnappen uns den von Gasly. Ja, natürlich muss einer aus der Box kommen, war ja irgendwie klar, ne? Boah. Okay, hat nicht so viel Zeit gekostet, haben wir Glück gehabt. Aber jetzt mit einem guten Windschatten könnten wir echt jetzt auch mit angefahrenen Reifen schon weiterkommen. 26,5, 26,4. Okay, der erste Sektor war halt jetzt nicht so gut von Show.
Weiß jetzt nicht, ob der von Dings aufgehalten worden ist, von Verstappen. 19-0, 19, okay. Lawson aktuell sehr, sehr stark unterwegs. Wobei halt Joe eigentlich schon einen extrem guten Windschatten hat. Ah, in den Kurven ist man natürlich meistens langsamer dadurch. 18-3, 18-1. Etwas langsamer als gerade eben, aber schon wieder ganz gut unterwegs. Könnte auch jetzt schon wieder reichen. Verstappen etwas schneller. Man muss überlegen, wir haben angefahrene Reifen. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Aber wir haben immer noch Alfa Romeo hier. Wir haben jetzt Williams noch. Oh, welche Teams sind sonst noch da in Gefahr? Russell ist jetzt davor. Tsunoda sehr stark. Okay, Williams hätte ich mir vielleicht nicht so beachten sollen. Wir riskieren es halt. Je nachdem, Gasly könnte es schaffen, weil er Windschatten von Magnussen hat. Nein, schafft das auch. Oh, jetzt muss einer. Oh, jetzt wird interessant. Fährt schon langsam. Okay. Schuh kommt weiter als Zehnter. Mehr Glück als alles andere. Riskanter Weg, aber erfolgreich. Vor allem, wie knapp das alles ist. Stroll wird da schon wieder so stark gemacht. Aber jetzt haben wir halt frische Reifen. Wir haben jetzt insgesamt noch 4 frische Reifen bei Show. Und auch 4 bei Dings. Also wir können jetzt bei beiden Versuchen, die wir jetzt starten werden, jeweils frische Reifen nutzen. Green light now. Da schnappt man uns einfach mal den Windschatten von Verstappen. Solange jetzt keiner so richtig unnötig aus der Box kommt. Straight out, track is clear. Okay, let's go. Und jetzt sind wir auch so schnell, dass der Red Bull uns halt nicht so direkt so extrem wegzieht wie früher. Mit Windschatten könnten wir sogar schneller sein. Auf einer Runde gesehen sind wir halt eigentlich noch nicht so stark wie die. Ja, Verstappen war etwas schneller. 26-3, 26-3, okay. Der Windschatten könnte auf den Kran halt extrem entscheidend sein. Ja, schnellster Sektor jetzt von Show. 18-9. Und eine komplett freie Runde. Das ist schon mal sehr viel wert. Hier geht es nur um Townsend. Boah, es reicht noch nicht mal mehr. Verstappen hat eine Mega-Zeit dahin gesetzt. Kann der auf einmal so viel schneller sein? Aber zwischen Rennen und Qualifying ist immer halt ein Unterschied. Oh, Leclerc wird aufgehalten, aber der kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Wir müssen halt nochmal probieren, einen schönen Windschatten zu bekommen. Ja, Verstappen ist glaube ich schon vorbei. Ne, es geht noch. Na was, Stroll könnte jetzt nicht einmischen. Oh ne, jetzt sind wir richtig nahe dran. Jetzt sind wir richtig nice dran. Aber wir könnten Stroll halt im Weg haben, ne? Und halt den Leclerc. Aber besseren Windschatten kannst du jetzt nicht mehr haben. Aber wie gesagt, wir haben 2 Fahrer, die sehr lange unterwegs sind da. Die könnten uns echt richtig ungünstig im Weg stehen. Weil die echt langsam fahren. Boah, Leclerc, dein Ernst? Das war ein abgekattetes Spiel von Red Bull. Das war ja sowas von abgekattet. Der hat den Verstappen vorbeigelassen. Und unsere Fahrer halt richtig blockiert. Dann hoffen wir, dass wir jetzt Leclerc... Na okay, ist schon vorbei. Ich hoffe, wir haben den auch aufgehalten können. Dritter. Da hat Leclerc uns wahrscheinlich um die Pole Position gebracht. Aber okay, wir sind trotzdem halt immer noch sehr gut unterwegs. 18-0. Boah. Ich weiß nicht, was Verstappen da für eine Zeit gesetzt hat. Die war aber auf jeden Fall sehr stark. In Kürze werden sich unsere...
So, machen wir für den Strategie. Einschubstrategie klingt schon sehr, sehr verlockend. Aber die Softreifen halt auch, ne? Ich würde mit Mediums starten und dann mal schauen, ob wir Mediums Soft fahren. 20 Runden, 15 Runden. Ja, passt nicht ganz, ne? Es müssten halt nochmal fast 20 Runden sein. So 22 Runden, dann hier bis 18 Runden, 18 Runden. So würde es gehen und wäre auch potenziell langsamer. Okay. Ja, wir gehen erstmal auf die Einstopp schön. Wir können ja immer noch entscheiden. Safety Car und so kommt wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit weiß ich gar nicht, wie hoch die wirklich ist. Aber es ist halt da, ne? Also 0% ist auf jeden Fall nicht.